Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Also es geht um den schiitischen Hadith über Imam al-Rida alayhi salam, in dem er sagt, dass 3 Tage nach Eid al-Ghadir den Schiiten das Stift abgenommen wird. Und es werden keine Sünden laut dem Nasabi aufgeschrieben und man kann alles machen, was man will. Es wird einem vergeben. Das ist diese Nasabi-Version des Hadiths. So, dann habe ich ihn mit einem Gegenhadith konfrontiert, nämlich bei denen Ashura fasten. Da, wenn man dort fastet, werden die Sünden des ganzen Jahres vorher vergeben. So, bei uns sind das 3 Tage, bei denen ist das ein ganzes Jahr. Also ich muss nur an Ashura fasten und dann wird das ganze Jahr vergeben, weil dort steht Sünden. So, dann hat er rumdiskutiert, gesagt, die kleinen Sünden. Habe ich gesagt, in dem Hadith steht nicht kleine Sünden. Woher holst du das? Hat er mir keine Beweise gebracht, außer irgendwelche gelehrten Aussagen, die das auch nicht beweisen konnten. Ne? Dann hat er gesagt, ja, das hat Bedingungen und das sind die kleinen Sünden. Habe ich gesagt, okay, kleine Sünden, heißt das, man kann das und das alles machen? Da hat er gesagt, nee, das hat seine Bedingungen. Da habe ich gesagt, ja, okay, dann hat dieser Hadith auch seine Bedingungen. Da hat er gesagt, nee, bei dir hat das gar keine Bedingungen. Da habe ich ihm gesagt, okay, guck mal, hör mal zu. Im Koran heißt es, Allah vergibt alles außer Schirk. Heißt das, ich kann alles machen außer Schirk? Was hat er gesagt? Er meinte, nein, das hat seine Bedingungen. Habe ich gesagt, wo stehen die Bedingungen? In anderen Versen. So, dann kann ich doch auch sagen, in dem Hadith steht jetzt nicht eine Bedingung, aber die Bedingungen sind uns in anderen Hadith gegeben. So, das akzeptiert er nicht. Warum? Weil er unehrlich ist. Er will unbedingt den Schiiten unterstellen, dass sie an diesen 3 Tagen alles machen können, was sie wollen. So, und das ist seine einzige Absicht. Da habe ich ihn zuletzt einfach kaputt gemacht mit dem Fakt, dass dieser Hadith falsch übersetzt ist. Nämlich dort heißt es, وَلَا يَكْتِبُونَ عَلَيْهُمْ شَيْئًا مِنْ خَطَايَاهُمْ. Es wird ihnen nichts aufgeschrieben an Fehlern. Also keine Fehler aufgeschrieben und nicht keine Sünden. So dass man sagen kann, damit sind die großen Sünden gemeint. Ich kann machen, was ich will. Das sind Fehler. Wie soll ich denn reagieren? Fehler. So, wenn mich jemand fragt, wo ich reagiere emotional. Verstehst du, was ich meine? Es tut mir leid. Ganz ehrlich, Bro, der hat dir all diese Schuld, der hat dir all diese Sachen angetan. Jetzt mal Hand aufs Herz. Er hat dir all diese Sachen. Ja, nee, wir saßen zu dritt an diesem Tisch und statt dass er sich bei dir rechtfertigt, er hat sich versucht, von mir rechtfertigen. Weiß. Ja, nee, so eine Muschi ist das. Weißt du, was ich meine?